Und da sind wir wieder bei Cyberpunk 2077. Na, wir sind hier gerade in so einer etwas religiösen Quest, will ich mal sagen. Hier will sich eine Kreuzigen lassen. Und ich soll dabei sein. Ich wurde schon bestochen, ob ich gehe oder nicht. Aber wir ziehen das natürlich durch und gucken mal, was da rumkommt, ne? Hallo? Harte Nuss, dieser Vasquez. Wenn du auch nur daran denkst, abzuhauen, schieße ich dir die Birne weg. Okay. Du wirst nicht fürs Reden bezahlt, Vasquez. Dieser Vasquez ist echt eine harte Nuss. Selbst für einen Bullen. Er ist ein Gewohnheitstier. Wie so viele Menschen. Wenn wir das Thema wechseln, erzähl mir von dem Braindance. Dieser Braindance. Bin neugierig. Erzähl mir davon. Er heißt die Passion. Und wir wollen damit die breite Masse erreichen. Und wie dies revolutionieren. Wie das? Nun, Stevensons Freigang ist sehr kurz. Wir können nur das Ende mit ihm drehen. Für die Szenen davor nehmen wir wie die Doubles und Imobank Bestände. Lass sich trotzdem anfühlen wie Stevenson. Wie ist das möglich? Okay. Wie wohl? Wir gehören zu IBM. Die stecken Riesensummen in Technik. Bald brauchen wir gar keine Schauspieler mehr. Das wird schön. Und warum Josh? Klingt, als würdet ihr ihn gar nicht brauchen. Das echte Leid Jesu Christi. Das kriegen wir rein digital noch nicht hin. Können wir bitte aufhören, über Gott zu reden? Welche Rolle spielst du bei all dem? Können wir bitte über was anderes als Gott reden? Josh, das ist dein Abend. Themavorschlag? Ich weiß nicht. Ich habe seit Jahren mit keinem mehr geredet. Okay, wie wär's hiermit? Was machst du zum Entspannen? Also, ich lese die Heilige Schrift, gucke Braindances und Filme. Kennst du das Remake von Badlands Raid? Nö. Das Remake schlägt das Original um Längen. Geht nichts über Originale. Ein Original bleibt ein Original. Ist 10-mal besser. Okay, das reicht. Stevenson darf jetzt nicht abgelenkt werden. Er muss sich konzentrieren. Worauf? Misch dich nicht ein. Klappe, wir unterhalten uns gerade. Also zieh Leine. Wie bitte? Mach dir endlich klar, worum es hier geht. Dieser Mann erschafft morgen sein Meisterwerk. Er muss sich konzentrieren, seinen Kopf freikriegen und die Performance seines Lebens hinlegen. Es gibt keine zwei Takes. Josh. Egal. Ich möchte mich jetzt ausruhen. Perfektes Timing. Dein Job hier ist erledigt. Du kannst gehen. Und keine Sorge, du kriegst dein Scheißgeld. Leg wohl, wie. Das war's? Du wolltest gesagt haben, du sollst Busche halten. Reife Leistung, wie. Echt guter Move. Was hältst du von all dem? Der Typ ist völlig durchgeknallt. Und die Konzernratten nutzen das schamlos aus. Zynisch. Ich habe Mitleid mit ihm. Ich habe Mitleid mit ihm. Wir könnten ewig darüber reden und es würde doch keinen was kümmern. Die Konzerne bereichern sich weiter und die Massen bauen ihre Luftschlösser. Hey, wo ist Johnny der Rebell? Hast du ihn verloren? Hab ihn gefunden. Er steckt in dem Typen da. Er ist der wahre Rebell. Entscheide dich mal. Durchgeknallt oder Messias? Er hat den Verstand verloren, genau wie die ganze Welt. Und dein Verstand geht auch flöten, weil ich in deinem Kopf bin. Tja, wenn man die Welt retten will, ist das der erste Schritt. Ein angeknackster Verstand. Glaubst du, dass Gott existiert? Lass uns verschwinden. Verrückter Tag heute. Irgendwie surreal. Aber die Realität ruft. Komm, wir haben noch was vor. Die Mission hätten wir, wenn wir einfach stehen gelassen. So, wo war denn die Mission mit Rise of a Storm mit Pennant treffen? Ja, X-Factor, das will ich spielen.
Oh, Takemura ruft an. Die Parade wird bald beginnen. Ich warte, wo wir vorhin waren. Bei den Ständen? Handelt ihr nur keinen Ärger ein. Bazaar in Japantown. Okay. Dann machen wir natürlich das mit Takemura erstmal. Also. Schnellreisestation, zack. Was ist jetzt hier los? Hallo? Ah, jetzt. Aufzüss. So. Hä? Are you safe? Ich nehme das mal, ne? Kann ich helfen? Ich will das nur haben. Da. Ja. Noch einer. Hey, Goro. Sie, gerade rechtzeitig. Ja, ja, so bin ich. Du siehst aus, Goro. Nicht springen, es gibt immer noch Hoffnung. Goro, wenn du springen willst, denk dran. Es gibt Hotlines für solche Situationen. Das ist nicht witzig. Die Parade beginnt bald. Ich habe auch alle Daten angepasst. Ich rate dir, sie auch anzusehen. Komm mal her. Einen funktioniert die Malware. Sogar viel besser als erwartet. Unsere Augen und Ohren sind im Wachraum. Ich habe die Kameras geprüft und weiß, wo die Scharfschützen sind. Es sind drei. Du musst sie alle ausschalten, ehe sie mich ausschalten. Du kommst über viele Wege an sie ran. Der erste ist in der Nähe. Sollte leicht sein. Der zweite ist schwierig. Das klettert. Der dritte versteckt sich auf der Fußgängerbrücke über der Straße. Wir sind hier. Anakosamas Wagen wird hier beim Notausgang halten. Den benutzen wir, wenn alles vorbei ist. Von diesen Punkten hier hast du einen guten Überblick. Aber die Scharfschützen sehen noch besser. Wenn sie nicht sehen, hey, bye bye, den. Falls das gefährlich klingt, denk dran, lass dich auf den Wagen springen, reinklettern und Anakosama treffen muss. Das Letzte fürchte ich am meisten. Alles verstanden? Bist du bereit? Für solche Jobs immer. Die Frage ist, bist du bereit? Oder nochmal zu begegnen? Ich schon. Die Frage ist, bist du's? Es ist mein Plan, nicht? Vergisst du da nicht eine Kleinigkeit? Deinen Kumpel, oder? Oder hat er. Er wird es nicht wagen, die Hand gegen mich zu erheben. Vielleicht, bis du ihm und Hanako auf den Kopf fällst. Ist wahr. Instinkt und Reflexe gewinnen in solchen Momenten oft die Oberhand. Ja. Also? Also hoffe ich, ich bin immer noch schneller als ihr. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf, Goro. Da. Oh, digitales Konfetti. In der Position. Die Wagen fahren jetzt los. Sei vorsichtig, sonst schicken sie Arasaka-Drohnen. Und ich habe einen Netrunner in der Arasaka-Uniform gesehen. Versteckt sich hier. Okay, bin bereit. Dann fangen wir an. Du musst die Schützen erreichen, wie Hanako-samas Wagen auftaucht. Bin schon auf dem Weg. Schweigen ist nicht gut.
So, hier nochmal hoch. Auch wenn ich hier so Krach mache. So. Achtung, alle Einheiten. Verdächtige Aktivität in Sektor 13. Fertiger Junkie beim Ballonstart. Immer durchdrücken. Und es ist kein Zufall, dass wir in dieser Stadt ausschweichen. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier. Soll ich den denn neutralisieren? Ich glaube, das habe ich verkackt. Der Arasaka Tower fügt ihn doch. Doch erhebt sich so. Weg damit. Goro, ich habe den Näheren erledigt. Springe auf dem Balkon mit dem grünen Feind. Verarschen. Geh über die Brücke auf die andere Straßenseite. So, das hätten wir. Wo bist denn jetzt so? So. Das ist wichtig. Oder redet mit jemandem. Ich verlinke dich, damit wir weiter zuhören können. Jo, danke. Noch einmal. Die Sicherheit ist gut für dich. Sie erfüllt keine unteren Normen. Hanako-sama sollte nicht hier sein. Stellst du Yorinobus Befehle in Frage? Mach deinen scheiß Job. Verstanden. Over and out. Genau wie erwartet. Oder ist hier. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß. Och, ja. Aber da ist doch nicht der zweite Scharfschütze. Hat auch jetzt. Wird er mir angezeigt. Hey, die Robosau kenne ich. Adam Hackfresse Smasher. Der dich umgelegt hat? Der dich gekillt hat? Versuch den Wartungsbereich zu erreichen. Und dort kannst du hochklettern. Na, ich hätte mal weiter mit Johnny sprechen sollen, aber. Das ist euer. Sieht nicht ganz stabil aus. Sicher, dass Takemura dir nicht ein kleines Upsi eingebaut hat. Fuck! Ich wäre fast gestürzt! Sei vorsichtig! Du darfst nicht auffallen. Habe ich doch gesagt. Kleines Hupsi vor allen Dingen. So. Hör mal auf hier. Optik Neustart. Soldat, Industrieller, oder Geschäftspartner genannt, sondern für
Und es ist kein Zufall, dass ich sie in dieser Stadt... Geh mal weg da jetzt. Denn vor 50 Jahren zeigten unsere Gegner hier in Night City ihr wahres Gesicht. Ein feiger Terror, der 4000 Menschen das Leben kostete. Alles Angestellte der Arasaka Corporation. Alles Einwohner von Night City. Der Arasaka Tor bröckelt. Und doch erhebt sich seine Spitze nach wie vor über den Dächern. So, du kommst mal her hier. Und weg. Ziel erledigt. Was hört man gern? Am Ende des Raums findest du eine Tür zu einer Treppe. Sie ist die kürzeste Route zum nächsten Schützen. Er ist weiter oben. Ich gebe Bescheid. So, du gehst mal aus. Spricht wieder. Hör zu. Wo soll ich denn hin? Ach, hier lang. Ich schieß doch schon! Ja, super. So, wenn ich gerade wieder ein bisschen weniger gesprochen habe, ich war gerade voll drin, weißt du. Gut, aber ich sehe gerade, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.